Eine große Ehre, die Musikkapelle zur Anlässlich deines Jubiläumsfestes angetreten zu bilden. Wir wünschen dir auf diesem Wege das Allerbeste für deine Zukunft. Bleib uns weiterhin so erhalten. Im Namen der Kapelle und besonders auch in meiner Meinung. Alles Gute. Dankeschön, Herr Stadtführer, aber seit wann haben Sie das Fahrzeug? Moderne Zeit verlangen moderne Mittel. Keine Frage. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, hier zu wacheln dürfen von daheim. Wir haben ein bisschen was in Bewegung gesetzt, hier zu ehren. Ich darf dir einladen, dass du dem vorderen Gefährten in der Beiwagen Platz nimmst. Für weitere Zeit. Danke. Liebe Herr Hochschnittskommandant, Herr Kommandant von Magreden, Gäste, Herr Förster, Kameraden aus Auersbach, liebe Vollmassig, der darf euch herzlich begrüßen. Der Hans Hirzer hat uns eingeladen zu seiner 60er-Feier. Es war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Was machst du für den Hirzer, Hans? Muss ich sagen, Hans, du bist ein besonderer Feibermann. In diesem Sinne möchte ich im Namen der Feiber Sulz einmal Danke sagen. Mehr wie Danke sagen kann ich nicht. Und ich habe deine Ehrenurkunde machen lassen. Und da haben wir eingeschrieben, für deinen persönlichen jahrzehntelangen Einsatz mit Haus und Hof für die Feuerwehr Sulz sprechen wir dir, Hauptlöschmeister Johann Hirzer, Dank und Anerkennung aus. Zum 60. Geburtstag mit Respekt, deine Kameraden. Ja, alles Gute, nachträglich durch euch gesund bleiben und bist ein echter Freund. Bleib so, wie's bist. Ja, recht herzlichen Dank. Ich darf dir das überreichen. Du bist einmal hinter dem Hans gestanden. Danke dir. Also, soweit ich mich erinnern kann. Ja, das gehört dazu. Er hätte sicher nicht machen können, ohne dass du ihn unterstützt hast. Danke. Hier und da braucht er mich ja dabei. Danke. Gibt es nirgends. Einen persönlichen Dank darf ich dir auch noch sagen im Namen des Bezirkes. Du hast mich auch unterstützt beim Grundlehrgang. Wenn immer ich was braucht habe, ob es ein Wasserbezugstall war, ob sonst irgendwas war, ob es ein Auto war, Hirzer Hans anrufen und es ist geschehen. Hans, in diesem Sinne darf ich dir wirklich recht herzlich danken, auch für deine Kameradschaft und wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg in deinem Leben und auch bei der Feier. Auch deiner Gattin recht herzlichen Dank. Danke. Sehr dürr. Ich möchte sagen, ich möchte mich recht herzlich bedanken, auch Feuerwehrkollegen, vor allem muss ich natürlich auch von Herrn Jobschutzverband, die Frau mit Herrn Kindreich, danke, dass Sie kommen. Herr Wirt, ich darf dich bitten, an die Feuerwehrmusik heranzutreten und einen Mark zu geben. Ja, das musst du halten, was ist das? Nein, ich möchte sagen, recht herzlichen Dank. Ich bin schon guter Redner, der Mann Fritz, ein guter Redner, aber ich möchte auch mich recht herzlich bedanken beim Kicker Hansi, der ist auch Jahrgang 47 und hat sich bereit erklärt, die Hirnfelde zum Rücken heißt. Ich danke dir zum Arbeiten. Bravo! Ich danke dir. Gratulieren. Jawohl. Ich bin 60er, du. Ich bin ja auch ein Gänger wie du. Ja, der Gag, der wird nicht genau. Ich kriege einen Wort. Aber ich möchte sagen, danke für die Einladung, dass ich grünen darf. Und wann willst du zweimal noch? Ja, genau.
70 Jahre bei der Ausgabe, dann verspreche ich dir nichts mehr. 67 Jahre in Purple waren wir beieinander. Vor 40 Jahren waren wir in der Front. Ja, waren wir in der Front. Und bitte dran. Hey. Ich kenne das, oder? Hans, bitte. Oh. Auf. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist aufgehört, wenn wir leicht draufpotzen, klar.